Was? Schon 11 Uhr? Da höre ich mal schnell die Nachrichten im Radio. Sonntag, der 27. Juni, das Neueste um 11. Ein bisher unbekanntes Virus scheint sich weltweit rasant auszubreiten. In mehreren Ländern in Europa, Asien und Amerika berichten Medien übereinstimmend von Menschen, die sich plötzlich nicht mehr bewegen können. Insgesamt seien weltweit schon mehr als 2000 Menschen betroffen. Sie sehen den Berichten zufolge aus, als seien sie zu Stein erstarrt. Woher das Virus kommt, ist noch unklar. Ich sag's ja immer, bleib bloß zu Hause. Woanders ist es viel zu gefährlich. Wie gut, dass so etwas bei uns auf dem Dorf nicht passieren kann. Kinder! Zum Teutates! Da sind ja Kinder! Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich habe einen Auftritt. Einen Auftritt. Hallo, Kinder! Seid ihr auch alle da? Ja! Es ist schön, euch zu sehen. Ich bin auf dem Weg zur Großmutter. Die hat heute Geburtstag und schmeißt eine große Fete. Wollt ihr mich begleiten? Ja! Prima! Der Seppel, der kommt auch mit. Das wird ein Riesenspaß. Kommt mit! Hört ihr das auch? Ich glaube, der Seppel ist eingeschlafen. Kinder, helft ihr mir, den Seppel zu wecken? Alle zusammen, ja? Seppel! Oh, ist das euer Ernst? Ich halte doch gerade meinen Sonntagsschönheitsschlaf. Aber Seppel, hast du den Geburtstag der Großmutter vergessen? Da wollten wir doch gemeinsam hin. Stimmt. Warte. Oh, ich mach mich schnell fertig. Mei, das kann ja dauern. Wo steckt er denn? Ah, da bist du, Kasper. So, es kann losgehen. Auf zu Großmutters Geburtstagsparty. Ich bin schon so gespannt, was sie zu ihrem Ständchen in diesem Jahr sagt. Thank you.
Ja, Mai, das ist aber schön, dass das Rondorfer Querflötenorchester der Großmutter so ein wohlklingendes Geburtstagsständchen spielt. Das haben wir auch schon mal anders gehört. Es gibt übrigens Großmutters berühmte Gemüsesuppe. Oh, guter Witz, Kaspar. Du weißt doch, dass ich nichts Grünes esse. Herrje, wer bist denn du? Boah, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Ich habe die Musik gehört und wollte mal vorbeischauen, ob es hier was zu essen gibt. Und wie heißt du? Und wo kommst du her? Und was hast du für eine gruselige Gesichtsfarbe? Und was schauen da aus deinem Kopf für Antennen heraus? Und wo sind deine Arme? Mensch, Kaspar, jetzt lass ihn doch mal ausreden. Ich bin der Kovi und ich komme von weit, weit her. Da essen die Menschen mit zwei Stöcken, die Bäume bekommen manchmal rosa Puschel und goldene Katzen mit einem Arm winken und antworten nie, wenn man sie etwas fragt. Na, dann komm mal mit. Oh ja, Kovi, komm mit uns. Dann stellen wir dir unsere Freunde vor. Und vielleicht gibt's ja noch einen Teller von Großmutters Gemüsesuppe. Gemüsesuppe, meine Leibspeise. Darum bin ich auch so grün, weil ich so viel Gemüse in meinem Leben gegessen habe. Was ist denn jetzt passiert? Ach du meine Güte, Großmutter, Herr Dr. Pflaster. Kaspar, schau, sie sind alle zu Stein erstarrt. Sie atmen noch, aber sie können sich so 0,0 bewegen. Was sollen wir bloß tun? Kaspar, tu doch was. Aber was soll ich denn machen, Seppel? Kovi, hast du etwas damit zu tun? Das ist mir schon häufiger passiert. Wie meinst du das? Das passiert immer, wenn ich irgendwo auftauche. Dann können sich die großen Menschen nicht mehr bewegen. Den Kleinen, so wie ihr seid, denen passiert nichts. Und da kommst du hier zu uns? Ich glaube, bei dir piept's wohl. Bleib bloß da hinten stehen. Komm nicht näher. Ey, Kaspar, wenn das häufiger passiert, sollten wir schnellstens verschwinden. Nicht, dass wir auch noch zu einer Adonis-Statue werden. Lauft ruhig weg, aber ich werde euch finden. Was war das denn bitte? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, Mai, ich habe keine Ahnung. Aber was ich weiß, dass wir schnellstens den Wachmeister verständigen müssen. Ich kletter schon mal vor. Upsi, Kaspar, ist dir was passiert? Alles gut, Seppel. Ich habe mir nur eine blutige Nase geholt. Schau mal, Herrn Pille, den Apotheker, und unseren Arzt Dr. Pflaster hat es auch schon erwischt. Da bekommt sein Name eine ganz andere Bedeutung, wenn Dr. Pflaster zu Stein erstarrt ist. Dr. Pflasterstein. Wachtmeister Leiserfluss, Wachtmeister Leiserfluss, Sie müssen schnell Ihre Handschellen holen. Hier treibt ein grünes Wesen sein Unwesen und versteinert alle erwachsenen Menschen. Herrn Pillow und Dr. Pflaster hat's auch schon erwischt. Die stehen als Statuen auf dem Dorfplatz. So, also erst mal ganz langsam, Freundchen. Erstmal ist mein Name nicht Leiserfluss, sondern... Aber Sie müssen etwas tun, Wachtmeister Leiserfluss. Ja, dann kommt mal mit in die Polizeistation. Wir nehmen mal die Anzeige. Oh nein, Kovi hat uns gefunden. Bleib dort stehen, komm nicht näher zu uns. Oh, das hat ja toll funktioniert. Ey, Kovi, hättest du nicht etwas später kommen können? Was willst du denn von uns, Kovi?
Na, ich habe Hunger und ich brauche jemanden zum Spielen. Und ihr zwei wart halt gerade da. Das kannst du vergessen. Erst willst du Essen stochen, dann verwandelst du unsere Familien in Steinstatuen und jetzt willst du auch noch mit uns spielen. Denk mal ganz scharf nach, was da nicht stimmen kann. Sepp, bist du auch so vollgefuttert? Du machst dir keine Vorstellung. Meine Hose sprengt es gleich und ich kann nicht mehr atmen. Ich muss ja sagen, das Leben so ohne Erwachsene hat auch seine Vorteile. Keiner sagt, du musst aber Gemüse essen. Ist doch lieber ein Apfel statt Schokolade. Vor dem Essen gibt es nichts. Was hast du denn jetzt alles verputzt? Boah, meinst du vor oder nach der Familienpizza? Seppel. So langsam habe ich keine Lust mehr auf Pommes mit Mayo zum Frühstück, Tiefkühlpizza zum Mittagessen und abends immer Spaghetti Bolognese. Seppel, so langsam müssen wir uns mal was überlegen. Möchtest du vielleicht die Spaghetti mal zum Frühstück haben? Nein, ich vermisse Großmutters Gemüsesuppe und den Haferbrei und die Linsensuppe und den Tomatensalat. Kaspar, ich glaube eher, du vermisst die Großmutter. Ja, Seppel, da kannst du recht haben. Ich habe einen Vermissanfall. Weißt du, was ich meine? Also ich vermisse meine Eltern auch ein wenig. Wenn meine Mutter mir abends vorliest, mein Paps mit mir Fußball spielt und mein Großvater mit mir den Rasen mäht. Das duftende Gras. Seppel, du musst etwas machen. Ich weiß einfach nicht weiter. Ich bin so traurig und müde und fühle mich so elend. Oh, Kaspar, dann bekommst du jetzt einen Seppel-Umarmer. Kovi, was willst du noch hier? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Och, ich bin weitergewandert und habe über deine Worte nachgedacht, Kasper. Ich habe an die Großmutter und Herrn Pille und Dr. Pflaster und Wachtmeister, wie heißt der noch? Jedenfalls gedacht. Und da bin ich wieder umgedreht von meiner Wanderung und hierher zurückgekommen, weil ich so gern helfen möchte, eure lieben Menschen wieder zu entsteinern. Es tut mir leid, dass ich so fies zu euch war. Also gut, Kovi. Deine Entschuldigung ist angenommen. Aber es gibt einige Regeln für dich, wenn du hierbleiben möchtest. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Erstens, du hältst Abstand. Zweitens, du verhältst dich respektvoll allen Menschen gegenüber. Und drittens, du mutierst nicht mehr zu einem noch gemeineren Wesen. Ja, das würde ich gerne tun. Prima. Dann lass uns mal überlegen. Wir könnten uns einen Zauberspruch ausdenken. Sowas wie, Ene Mene 1, 2, 3, die Großmutter ist wieder frei. Hex, Hex! Oh Mann, Kasper, wir sind doch hier nicht auf dem Blocksberg. Dann mach du doch einen besseren Vorschlag, du Schlaumeier. Ach, hört auf euch zu streiten, das hilft uns auch nicht weiter. Hey Kovi, das ist aber eine schöne Melodie. Kommt, wir gehen ins Dorf und schauen mal, ob uns noch was einfällt. Ich habe gerade einen ganz schlimmen Vermiss-alle-Anfall. Es fühlt sich an, als würde ich die ganze Welt vermissen. Du meinst, du hast die Vermissung der Welt? Hihi, genau, Seppel.
Oh Mann, ich habe so lange schon nicht mehr gelacht, dass meine Wangen schon wehtun. Kommt, dann singen wir jetzt gemeinsam unser Lied. Das hilft bei Vermissungsanfällen und gegen die Einsamkeit. La 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 la. Da wird doch die Kuh in der Tonne verrückt. Sie wachen alle auf. Großmutter, Großmutter. Kaspar, siehst du das? Siehst du das? Unser Gesang hat sie geweckt. Kovi, das Singen war die Idee. Ich bin so erleichtert. Dr. Pflaster, meinen Sie, Sie könnten einen Impfstoff entwickeln, damit die Erwachsenen nicht mehr versteinert werden und der Kovi so bei uns bleiben kann? Vielleicht, Kaspar. Ich werde mich mit Herrn Pillau aus der Apotheke sofort zusammensetzen. Kovi, könntest du uns helfen? Aus deinen Fühlern könnte man bestimmt ein Gegenmittel gewinnen. Wir haben es geschafft. Wir haben aus Kovis Fühlern einen Impfstoff gemacht. Der probieren wir jetzt ins Aus. Aber tut das nicht weh? Nein, Seppel, du brauchst keine Angst zu haben. Seppel, wir machen das so. Der Wachmeister bekommt den Impfstoff zuerst und sagt dir dann ganz ehrlich, ob es weh tat oder nicht. Okay? Oh ja, lass uns das bitte so machen. Das beruhigt mich zumindest ein kleines bisschen. So, mach mal das. Mir kannst du glauben, ich gebe ja immer die besten Prognosen ab, ne? So, jetzt kommt der Piekser. Und, Wachtmeister Leiserfluss, hat's wehgetan? Ja, also das hat wirklich nicht wehgetan, Seppel. Da brauchst du dich nicht so anstellen. Ich hab nix gespürt. Und im Übrigen heiße ich Lauterbach, Mann. Also Lauterbach, nicht Lauterbach, Mann. Los, Kovi, komm näher, dann sehen wir, ob es funktioniert. Schau, es klappt. Yippie, dann kann Kovi jetzt auch bei uns bleiben. Oh, das wäre so wunderbar. Dann habe ich endlich ein Zuhause, an dem ich keinem schaden kann. So, jetzt wollen wir sie alle ins Impfen. Ich bin so froh, dass es allen wieder gut geht. Und ich bin meine Vermissung endlich los. Dann lasst uns jetzt feiern und einen riesigen Topf von Großmutters Gemüsesuppe verputzen. Thank you.
Thank you.